Was bedeutet Power für dich? Du sagst es ja sehr oft, aber was ist die Bedeutung dafür? Power ist einfach zu verstehende Emotion von Menschen. Ja, eine positive Darstellung von Energie. Wenn du 100 Euro hättest, was würdest du dir damit in Wien kaufen? Ich kaufe mir ja keine Klamotten mehr und keine Uhren mehr und keine Autos mehr. Also 100 Euro, da würde ich einfach Essen kaufen. Und ich empfehle Menschen eine Ernährung, die High Protein, Low Calorie und Whole Food ist. Weil wir gerade bei Wien waren, was ist dein liebster Ort in Wien? Wien hat für mich eine Symbolik von finanzieller Freiheit. Also Wien bedeutet mich finanzielle Freiheit, Mozartkugeln und knackige Frische. Weil zu der Zeit, wo ich da war, das war knackig. Jetzt, weil du schon gesagt hast, du kaufst keine Kleidung mehr. Man sieht dich immer nur in Weiß. Hast du überhaupt Farben im Kleiderschrank? Ja, habe ich, Anna. Und zwar habe ich damit angefangen, mit diesen teuren Anzügen. Und dann habe ich teure, maßgeschneiderte Anzüge mir gekauft. Level 10 erreicht oder 100. So, was war's jetzt? Und dann überlegst du dir, ich hätte gerne einen Signature-Look wie Karl Lagerfeld oder Tom Ford. Die sind ja bekannt dafür, dass die einen Look hatten. In drei Worten, worum geht's? Ja. Nice, so nice. In drei Worten. Ich liebe drei. Und zwar aufgrund dessen, weil Menschen sich vier Dinge nicht so leicht merken können. Energetisch, real, sonic. Du sprichst doch davon, dass du jetzt ein Haus oder eine Wohnung in Miami suchst und eben Fuß fassen willst, sag ich mal. Wie sieht's aus, Freundin, Familie, was kommt da? Große Dinge wie Familie gründen in Amerika sind relevant. Und dann mit der Legacy nach dem Tod zu überlegen, ist noch relevanter. Und die dritte Sache ist so groß, ich bin auf der Suche nach einer Freundin, weil ich das seit circa 8 Jahren nicht mehr hatte und auch so ready bin, aber auch ein bisschen picky bin. Nicht, dass die Frau sowieso nicht ein CEO New York City Businesswoman sein soll, weil das ist voll unattraktiv. Also ihr Hausfrau? Ja, aber sexy, weiblich, stark. Beispielsweise wie die Russinnen häufig sind. Die sind mega sexy und mega stark. Also Russinnen sind richtig heftig. Ja, nein, Frage. Hast du schon mal überlegt, durch eine Reality-TV-Show oder durch Bauer sucht Frau in Österreich zum Beispiel, eine Freundin oder eine Frau zu finden? Ja, habe ich schon mal überlegt und habe auch Anfragen bekommen. Und das könnte ich mir auch nach wie vor vorstellen. Wenn du sagst, du gehst auf der Straße, ist dir schon mal passiert, dass du einen Geruch gerochen hast? Und dann? Und dann dir dachtest, das wäre was für ein Parfum. Hast du gerade Minzkaugummi gekaut? Ja. Ja, sehr angenehm. Und frisch gewaschene Haare. Es gibt in Miami Hotels, das Icon zum Beispiel von Philipp Stark mitdesignt. Das hat so einen wundervollen, hier riecht sie auch sehr angenehm, Patchouli-Moschusduft. So mega sexy. Und das hat mich inspiriert, wow, so einen Duft selber zu machen, Raumduft, weil diese Vibes da waren so sexy. Letzte Frage, du hast schon gesagt, du bist sehr sportlich. Uns würde jetzt interessieren, kannst du eine einbeinige Kniebeuge? Okay, warte mal, das ist interessant. Ich wollte was Neues. Okay, wow, das ist heftig, Anna. Ich probiere. Ich bin Rechtsfüßler, also mein rechtes Bein ist stärker, mein rechter Arm ist stärker. Okay.